Vielen Dank, liebe Roxy, für die rührenden Worte. Es hat mich sehr berührt, dass ein bisschen zu viel Lob auch, aber ich weiß es sehr zu schätzen. Wie Roxy schon gesagt hat, wir blicken auf viel Leid zurück. Viel Leid, das uns unverantwortliche Politiker und nicht hinterfragende Journalisten eingebracht haben. Wir haben verheerende Schäden gesehen an der Volkswirtschaft, an unserer psychischen Gesundheit, an der Gesundheit der Kinder, die die Zukunft dieses Landes darstellen. Die Entgleisungen sind gut dokumentiert. Die rechts- und verfassungswidrigen Verordnungen, die duckmäuserischen Beschlüsse der Verwaltungsgerichte, die Entgleisungen und unmenschlichen Aussagen öffentlicher Akteure, all das ist gut dokumentiert. Und all das wird uns der Aufarbeitung und der Verfolgung der Täter dienen. Aber momentan sitzen die Täter noch in entscheidenden Positionen. Die Gerichte haben versagt. Die Staatsanwalten haben versagt. Und ich glaube, wir würden uns einer Illusion hingeben, wenn wir meinten, dass wir in den nächsten 5 Jahren die Aufklärung und Aufarbeitung durchbekommen können. Ich glaube, das wird ein längerer Prozess noch. Das wird vielleicht 10, 15 Jahre dauern, bis das passiert. Aber ich möchte damit nicht entmutigen. Nein, im Gegenteil. Durch die Corona-Geschehnisse ist etwas Wichtiges passiert. Eine Demokratiebewegung hat sich gebildet. Eine Friedensbewegung hat sich zusammengefunden. Menschen kritischen Geistes, die hinterfragen, die anzweifeln, haben sich gefunden. Und diese Menschen, wir und andere, werden es sein, die weitere Angriffe jetzt gemeinsam abwehren können. Es haben sich Vereine gegründet, wie 1 bis 19. Es haben sich andere, das Netzwerk kritische Richter und Staatsanwälte gegründet. Die hier schon benannte ZAF in Karlsruhe die Strafanträge stellt. All das macht mir Hoffnung und all das zeigt, sollte uns Hoffnung machen, im Angesicht des Leides und im Angesicht des Wissens, dass die Aufarbeitung nicht so bald stattfinden wird. Denn auch die Angriffe auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung gehen weiter. Die Angriffe von vielen Parteien, vorweg von den Grünen, die versuchen immer weiter die staatliche Autorität auszubauen und immer mehr in die Grundfreiheiten der Bürger einzugreifen. Auch das geht weiter. Und dagegen müssen wir weiter anhalten. Es wird immer dröhnender und in der medialen Berichterstattung nicht mehr zurückhaltbar, was von Anfang an evident war. Dass die Maßnahmen sinnlos waren, einen totalitären Geist trugen und nichts gebracht haben. Es gab keine Evidenz und die Evidenz kann auch jetzt im Nachhinein nicht gefunden werden, weil es sie nie gab. Und auch, was eigentlich medizinisches Grundverständnis sein sollte, dass jede Behandlung Nebenwirkung hat und dass jede Behandlung nur individuell nach einer Anamnese erfolgen kann. Auch das wurde verschwiegen, totgeredet und diffamiert. Und trotzdem stellt sich jetzt immer mehr heraus, dass diese angebliche Impfung Schäden bei so vielen Menschen verursacht hat. Und diese Menschen schweigen nicht mehr und diese Menschen bekommen immer mehr Gehör. Und das ist gut so. Gleichzeitig erleben wir aber die Medien
die sich begierig auf jedes neue Thema stürzen und die froh sind, dass sie ihre eigene Mittäterschaft verschleiern können, indem sie sich an der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg, an der Berichterstattung über den neu aufflammenden Nahostkonflikt aufhängen können. Sie versuchen damit auch abzulenken. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht vergessen, dass wir nicht schweigen, dass wir auf Demos und in der täglichen Interaktion mit unseren Mitmenschen zeigen, dass es hier noch etwas aufzuarbeiten gibt. Wir müssen dabei auf 4 Punkte achten. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass der Bildungsbegriff neu verstanden wird. Wir müssen uns für eine Demokratisierung der Gesellschaft einsetzen, für einen verstärkten Föderalismus und eine Stärkung der Marktwirtschaft. Bei der Bildung war ich gestern auf einem Vortrag von einem Professor an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe, Rainer Wolle. Dieser beschreibt, dass Bildung und Schule eben nicht dasselbe sind oder eben nicht auch nur ansatzweise die Schule eine Umsetzung der Bildung ist, sondern ganz im Gegenteil, dass Schule und Bildung in einem Spannungsfeld stehen. Das bedeutet eben, dass Schule oft eben nicht bildet, sondern zu einer Unbildung beiträgt. Wenn Schule bilden würde, würden Kinder ja von der Schule heimkommen und sagen, boah, krass, heute habe ich mein Wissen über die Welt gesteigert. Es wurde mir in einem adäquaten Maße etwas erklärt, was nützlich für mein Leben und für mein Interagieren mit der Welt ist. Wer hat das schon mal erlebt? Wer hat Kinder? Keiner. Wir müssen uns dafür einsetzen. Und ich glaube auch, dass Corona da eine Chance ist, weil Corona die Mängel aufgezeigt hat, weil Corona die Unzufriedenheit durch die Maßnahmen mit der Schule erhöht hat. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass wir Menschen tatsächlich bilden, dass wir ihnen beibringen, wie sie ihren Platz in der Welt finden und nicht ihnen sinnlose Fakten und Wissen reinstopfen, dass sie dann auskotzen und wieder vergessen. Wir brauchen eine Demokratisierung. Diejenigen, die in der Politik sitzen und von Angriffen auf die Demokratie reden, das sind die größten Verächter der Demokratie. Wenn sie sagen, wenn die Blockparteien sagen, dass sie unsere Demokratie schützen müssen vor Extremisten, dann meinen sie nicht unsere Demokratie, dann meinen sie ihre Demokratie, dann meinen sie ihren Herrschaftsanspruch, weil jeder für sie, der eine andere Meinung hat, wird in eine antidemokratische Ecke gestellt. Aber das ist Unsinn. Demokratie ist die Herrschaft des Volkes, ist der Diskurs und für diesen stehen wir ein. Und es haben sich eben durch den Protest gegen die Maßnahmen, durch den Protest für Frieden, etablieren sich mehr und mehr Ansätze, wie eine solche Demokratisierung der Bundesrepublik Deutschland aussehen könnte. Da gibt es unsere Verfassung e.V. von Ralf Böß. Dieser möchte, weil er den Parlamenten es nicht zutraut, eine Volksabstimmung vorbeimachen, um eine neue Verfassung gemäß Artikel 154 Grundgesetz einzusetzen, in der Volksabstimmungen zwingend erforderlich sind für viele Themen und in der die Verfassung von Bürgern ausgearbeitet wird, anstatt von einem parlamentarischen Rat. Und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir unseren Rechtsstaat weiterentwickeln müssen wollen. Denn die Parlamentarier schaffen das nicht. Die Parlamentarier halten sich nur an ihre Machtstrukturen, an ihre Parteien. Und das ist leider keine Demokratie. Das ist eine Herrschaft von wenigen, von Eliten. Und das ist nicht das, wo wir stehen bleiben können. Wir haben gesehen, das derzeitige Herrschaftssystem hat versagt.
Und die Antwort muss sein, mehr Demokratie zu wagen. Es gibt auch das Konzept von Carlos Agebauer, einem Rechtsanwalt, der sein Grundgesetz 2030 geschrieben hat, in dem er wichtige Impulse setzt. Einer dieser Impulse ist eben auch, dass wir das, was in der Privatwirtschaft für gut und recht gehalten wird, nämlich der Artikel 93 des Aktiengesetzes, in dem beschrieben wird, dass die Vorstandsmitglieder haftbar sind, dass sie Pflichtverletzung begehen, wenn sie hätten besser wissen können und eine Entscheidung falsch treffen, dass wir dieses Prinzip auch auf unsere Volksvertreter anwenden müssen. Wir brauchen eine Politikerhaftung für Parlamentarier. Wir brauchen eine Haftung für Gemeinderäte, für die Landtage. Dort, wer dort etwas abstimmt und sich nicht vorher nach bestem Gewissen informiert hat, der nicht alle Daten gesichtet hat, wie das der Fall war, zum Beispiel bei der Beschluss zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Dort haben die Parlamentarier nicht sich mit dem Sachverhalt beschäftigt. Nein, sie haben nach Fraktionszwang wie dumme Schafe ihre Hand gehoben an der Stelle, wie sie sollten. Und dafür müssen sie haften. 10.000 Euro Grundverdienst und der Auftrag, Menschen zu repräsentieren, darf sich nicht darin beschränken, einfach nur die Hand zu heben, wenn man ein Zeichen dafür bekommt. Wir brauchen des Weiteren eine Reföderalisierung dieses Landes. Föderalismus beschreibt, dass Entscheidungen nicht nur vom Zentralstaat getroffen werden. Dass möglichst alle Entscheidungen auf der Ebene getroffen werden, wo Menschen auch davon betroffen sind. Wir sehen es im derzeitigen Zustand der Bundesrepublik, wie notwendig das ist. Wir sehen es bei der Migration, wo die zentrale Bundesregierung beschließt, wie viele Menschen aufgenommen werden oder auch nicht. Es ist egal, wie man zu dem Thema steht, aber Tatsache ist, dass danach diejenigen, die das auszubaden haben, sind erst die Länder, an denen die Verantwortung abgeschoben werden, dann die Landkreise und dann die Kommunen. Das heißt, diejenigen, die die Entscheidung der Zentralregierung umzusetzen haben, hatten keinen Einfluss und werden mit den Dingen überfordert. Das würde nicht stattfinden, wenn die Kommunen mehr Mitspracherecht hätten, wenn die Landkreise mehr Mitspracherecht hätten. Ein Beispiel dafür findet sich in der Schweiz. In der Schweiz gibt es immer noch, wenn man es genau nimmt, kein wirkliches Schweizer Staatsbürgerschaft. Offiziell schon. Aber in der Schweiz hat man die Staatsbürgerschaft eines Heimatortes. Das ist bei vielen Menschen, steht das in ihrem Ausweis, bei vielen Menschen, die waren noch nie in ihrem Heimatort, aber ihre Vorfahren stammen von dort ab. Und in der Schweiz gilt zum Beispiel in Sachen Migration, man kann nicht einfach die Staatsangehörigkeit der Schweizer Föderation beantragen. Nein, man muss die Angehörigkeit zu einem Heimatort beantragen. Das bedeutet, dass eine Heimatgemeinde, wenn jemand Staatsbürger werden will, dort vor Ort überzeugt werden muss, dass sich ein potenzieller neuer Staatsbürger der Gemeinde vorstellen muss, mit der er zusammenleben möchte und dann dort die Menschen mit in diese Entscheidung einbezogen werden. Ich bin der Überzeugung, dass wir diese föderalisierte Struktur in Deutschland mehr brauchen. Denn Demokratie funktioniert nur richtig, wenn wir die Entscheidungsträger kennen, wenn wir mit ihnen in Verbindung stehen und wenn wir sie anklagen können. Nicht nur vor Gericht, sondern auch persönlich in der Begegnung, in der Straße, in der Gemeinderatssitzung. Ich möchte deshalb auf Veranstaltungen der Stadt Mannheim hinweisen.
am 28. November, Tag von 16 bis 19 Uhr, der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung. Das Amt für Sicherheit und Ordnung in Mannheim war unter anderem für die strengen Corona-Auflagen, für das Verbot von Versammlungen zuständig. Ich bin der Ansicht, dass es die Pflicht eines jeden Mannheimer Bürgers ist, an solchen Veranstaltungen, die öffentlich sind, teilzunehmen und auch dort die Menschen zu sehen, die diese Entscheidung getroffen zu haben und diese dort auf solchen Veranstaltungen auch friedlich zur Rede zu stellen. Des Weiteren findet am 30. November von 16 bis 19 Uhr ebenfalls im Stadthaus M1, also dort hilft die andere Veranstaltung, ist im Technischen Rathaus, alle Infos auch auf der Webseite der Stadt Mannheim, findet von 16 bis 19 Uhr eine Sitzung des Ausschusses für Bildung, Gesundheit und des Schulbeirates und Jugendhilfeausschusses statt. Ich möchte dazu anregen, auch dort die Verantwortlichen für ihre Taten, für das, was sie den Jugendlichen während den Corona-Maßnahmen angetan haben, friedlich Rede zu stellen und sie aufzufordern, sich ihrer Verantwortung zu stellen. Und ferner findet am 12., 13. und 14. Dezember eine Sitzung des Gemeinderates statt. Genauere Infos, wie gesagt, googeln, teilnehmen. Wir haben in Heidelberg mit der Initiative von Kai Siermark und Ahmed Ida haben wir Leute, die schon in die Gemeinderatssitzung gegangen sind. Das muss auch in Mannheim passieren von Menschen, die in Mannheim wohnen. Am Ende benötigen wir eine Stärkung der Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen frei an einer Vielzahl von Konsumenten auf vielen Märkten einer Vielzahl von Gütern von konkurrierenden Anbietern erwerben können. Wir erleben kapitalistische Exzesse, die das Gegenteil von Marktwirtschaft darstellen. Und wir erleben planwirtschaftliche Exzesse, befeuert durch diese Regierung. Wir erleben die kapitalistischen Exzesse, dass die Zerschlagung von Kartellen nicht mehr stattfinden. Wir haben große Konzerne wie Microsoft, Alphabet, Meta, die große Profiteure eben dieser Corona-Maßnahmen waren und die eine Marktmacht haben und damit Druck ausüben können, die einem Rechtsstaat, einer Demokratie und einer freien Marktwirtschaft konträr entgegenstehen. Deshalb fordere ich, dass wir Kartellämter wieder ernst nehmen, dass wir die Marktwirtschaft wieder ernst nehmen, dass wir uns für die Freiheit einsetzen und dementsprechend große Monopolisten nicht dulden. Oft wird in der Gesellschaft dabei ein Diskurs in Scheindebatten ausgefochten. Wir haben die einen, die werfen den anderen vor, dass sie Kommunisten seien, oder Sozialisten. Wir haben auf der anderen Seite Menschen, die den anderen vorwerfen, anarchische Kapitalisten zu sein und die nur das Recht des Stärkeren durchsetzen wollen. Die Wahrheit liegt zwischen diesen zwei extremen polarisierenden Eigenschaften. Wir müssen aus diesem polarisierenden Diskurs raus. Wir müssen darüber diskutieren, wie groß Unternehmen sein dürfen, wie groß ihre Marktmacht sein darf, wie lange Patente gültig sein müssen, worauf wir Patente zulassen wollen. Wir müssen das abschätzend machen. Wir müssen sehen, wo durch Beschränkungen, wo durch Marktmacht oder wo durch Patente Unfreiheiten entstehen, Ineffizienzen entstehen, die unserer Volkswirtschaft schaden und die der Freiheit der einzelnen Bürger schaden. Ich fasse zusammen. Wir brauchen eine Demokratisierung der Gesellschaft. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass wir als Bürger mehr Mitspracherecht haben. Wir brauchen dies föderalisiert. Das heißt, wir müssen uns dafür einsetzen, dass wir lokal die Verantwortlichen, die Entscheidungen durchgesetzt haben, dass wir diese zur Rechenschaft ziehen. Wir brauchen eine Stärkung der Marktwirtschaft. Wir müssen weg von planwirtschaftlichen Exzessen wie die Wärmepumpe. Wir müssen weg von kapitalistischen Exzessen wie die Marktdominanz durch große Digitalkonzerne. In diesem Sinne
für Freiheit, für Demokratie, auf die Straße und in der gesellschaftlichen Interaktion. Danke sehr.